Ja, was soll ich sagen? Yo Leute, Brot ist wieder am Start und ich habe heute wieder ein neues Cold War Video für euch. Ja, noch lache ich, aber ich glaube nicht mehr lange, weil wir heute das erste Mal die letzte Sniper, die mir noch fehlt für die Diamant-Tarnung hier endlich, spielen werden. Und das ist die M82, eigentlich eine Barrett-Sniper, wie wir sie aus alten CODs kennen, aber die ist halt einfach die Hitmarker-Maschine, ist komplett kacke, zoomt irgendwie 2 Sekunden rein. Aber ich sage es euch, wie es ist, ich will unbedingt hier im Multiplayer die Diamant-Tarnung freispielen, damit wir dann hinterher in Warzone die auch haben mit den Snipern. Ich weiß noch nicht, ob ich hier auf Dark Matter Ultra gehen werde, wahrscheinlich schon irgendwann. Und Zombie-Videos kommen auch bald. Offene Visierung fand ich ganz nice, dann dieses Visier kann ich auch empfehlen. Viele spielen auch das hier, aber bisher habe ich halt noch nicht so viel freigeschaltet, weil ich habe schon gehört, der letzte Lauf soll sehr gut sein. Ist ja auch alles egal. Wir zocken die jetzt weiter auf Gold hoch und ihr werdet sehen, wie kacke die ist. So, das ist jetzt mein Setup, wie ich sie aktuell spiele. Es muss halt auch irgendwie Nuketown sein, weil man hier am meisten ja, Waffenlevel irgendwie bekommt. Aber ich habe auch gemerkt, das wird hier heute ein Kampf und ein Krampf. Also erstmal die Reinzoom-Zeit mit dem einen Aufsatz, den ich jetzt schon drauf habe, der das Ganze schneller macht, ist einfach unglaublich langsam. Diese Sniper ist wirklich eine komplette Beleidigung für alle Sniper, die gerne snipen. Genau. Ich wollte es euch jetzt einmal kurz so zeigen. Eigentlich sieht die auch sehr geil aus und hat fast schon die beste Sniper-Optik in dem Game. Und ihr seht ja, ich habe sie auf Level 26 und wir müssen die bis über 50 hochspielen, damit ich überhaupt an die letzte Tarnung rankomme. Und das wird noch so ewig dauern, weil ich natürlich auch so schlau war und sie nicht hochgespielt habe während dem Double XP-Wochenende. Komm, jetzt einmal hier kurz aus der Hüfte. Okay. Ja, man kann sie fast schon als Shotgun benutzen, aber selbst auf 1 Meter Entfernung macht sie trotzdem fast nur Hitmarker, obwohl das eine 50er Kaliber, sagt man das so, Sniper ist. Und ich bringe das einfach nur um den Verstand. Ich habe sie halt hauptsächlich auch nicht hochgespielt, weil ich so viel mit dem Merch-Shop noch beschäftigt war, weil er ja am Sonntag gelauncht ist. Der erste. Einfach nur kurz der Hinweis, Leute, dass ich hier. Also wie gesagt, neuer Merch, erster Link in der Beschreibung, alles neu, 3 Designs, Autogrammkarte gibt's dazu. Einfach maxchillig.de eingeben, let's go. Ich weiß, ich habe die letzten Tage ein bisschen sehr viel drüber geredet, einfach weil der Merch rausgekommen ist und so weiter. Aber jetzt konzentrieren wir uns komplett darauf, noch ein paar Hitmarker zu verteilen. Ich liebe diese Waffe einfach, sie ist wirklich die. So, guck, so trifft man sogar besser. Ist einfach. Ich mache 2 Hitmarker bei 3 Leuten, die sich da schön aufreihen. Und er hat so die 100er Prezi mit der MP5. Ey Leute, im nächsten COD kann man wahrscheinlich mit dem Sniper nicht mehr rein aimen. So, da muss man nur noch so spielen. Ey Mann, aber das hier ist die offene Visierung. Guck mal, so macht das Spaß. Offene Visierung ist echt besser als das normale Visier. Ach, hier ist einer. Das aimt einfach viel zu lahm rein. Du kannst nichts machen. Wenn ich mich nicht full tryhard konzentriere, gehe ich auch absolut negativ in diesen Runden. Auch wenn er. Der war noch nicht mal 100 HP, ne, und war trotzdem Hitmarker. Auch wenn die Waffe der größte Schmutz ist, habe ich einfach Spaß an dem Game. Jetzt die ersten 2 Runden wieder. Du kannst ja nicht mal den Turnout machen, auch wenn ich reagiere wie ein lahmer OP hier. Mhm. Und Spezialisten sind auch wieder zurück, habe ich gehört. Dieses Mal nur verpackt als Streaks. Das haben sie sehr schlau geregelt fürs Marketing, um zu sagen, es gibt keine Spezialisten mehr in Cold War. Bam! Oh, jetzt haben wir mal die. Ich hab's schon gesehen, dass ich jetzt mal ein paar Kills mache in Folge, aber nein. Bam. Ihr habt wahrscheinlich genau die gleichen Probleme. Und im letzten Video habt ihr auch ganz oft kommentiert, was euch an Cold War stört, beziehungsweise ob ihr Cold War lieber spielt oder Warzone. Und da gehen die Meinungen schon sehr auseinander, weil es gibt viele, die sagen halt, Cold War gefällt ihnen nicht so, das Movement ist irgendwie so ein bisschen zu sportlich und alles, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich den Multiplayer spielen kann, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, dass das Spiel irgendwie von 1900, wann auch immer, stammt. Weggeboxt. Guck mal, das ist so der motivierte Max am Anfang des Videos und eine Runde später sieht es dann so aus. Übrigens auch nur noch heute auf meinem Instagram-Kanal Max Chillig das iPhone 12 Gewinnspiel. Wollte ich nur noch Bescheid geben, also folgt mir da gerne auf Instagram. Beim letzten Bild findet ihr das. Wir sind gerade bei 5 Kills ohne zu sterben. Das sollte ich eigentlich mal versuchen gerade. Und Weitschüsse auch und sonst kann ich halt noch nicht 2 spielen gerade. Es gab auch sehr viele Leute, die geschrieben haben, ihr macht Cold War Spaß und dass es endlich mal wieder so ein Multiplayer ist, den man trotz alledem gut spielen kann, was ich auch unterstützen kann. Also ich habe auch einfach Bock auf diesen Mix, einfach Cold War, ein bisschen die Tarnung hochspielen. Ja, aber gleichzeitig dann auch wieder nicht.
War gerade so der... Ey, ich mache hier eher 5 Hitmarker, bevor ich 5 Kills mache, ohne zu sterben. Gerade der Mix aus Warzone zocken und Cold War Videos. Ich habe einfach gerade so Spaß an YouTube. Und dann muss ich das Video wieder cutten, weil ich einfach die ganze Zeit immer nur Hitmarker sterbe. Oh, kommen noch 3. Was soll ich tun? Was? Und er hat einen Schnurrbart als Visier. Okay, ich bin jetzt ruhig und mache die Kills. Klick. Klick. Oh nein! Ich kassiere die randomste Random Nade. 1 vor 5er. Allein, dass ich das sagen muss, ne? Ey, so ein Rotz. Geil. So ist es halt, ne? Erster. Ja. Ja. Ja, ja. Die Leute, die zeigen sich wieder nicht. Jetzt einmal Konzentration. Und letzter. Ja, ich hab's. 5er. Jetzt gehe ich auf Nuklear. Und ich bin tot in 3, 2, 1. Oh, doch nicht. Let's go. Ich bin ja voll im Modus gerade. Ja, guck mal, mit jeder anderen normalen Barrett-Sniper wäre das 100% der One-Click gewesen. Erinnert ihr euch noch an MW3 zum Beispiel? Nochmal den gleichen! Erinnert ihr euch an MW3-Zeiten? Da war die Barrett oder MW2 auch so krank. Und ich kann euch einen Tipp geben, wie ihr schnell Diamant und alles bekommen könnt in Cold War. Geht einfach gnadenlos auf die Waffenkills und ihr müsst einfach dann Objective mal vernachlässigen. Könnt aber trotzdem sowas wie Herrschaft und Stellung spielen, damit ihr eben die Gegner an den gewissen Positionen wisst. Und gerade hier bei den Snipern, ihr müsst die M82 am besten sogar... Ich stehe in 3-4 Meter Höhe. Hä? Da, dich meine ich. Er kriegt wieder einen Hitmarker in seinen Rückenmark. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie schlecht die sein kann. Jetzt gibt es nochmal geile Szenen damit. Da war die erste. LOL. Oh. Huch. Ich hab so Spaß an dem Spiel, wenn ich aufnehme. Wenn ich privat abends noch zocke und einfach Musik höre, ich könnte die ganze Zeit auf den Tisch hauen. Oh, Gottes Willen. Mann! Da fällt mir ein, wenn das Warzone-Update kommt, zu Season 1, soll ja dann Alcatraz kommen, die neue kleine Warzone-Map, zusätzlich zu der normalen Warzone-Map wahrscheinlich. Ich frage mich, ob da dann auch Änderungen passieren werden oder ob erstmal nur diese neue Map kommt, weil ich sag's mal jetzt schon, ich glaube nicht, dass wir eine komplett neue Warzone-Map bekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Royal und Cross, ja, mal probieren. Ja, wir kommen gut voran. 3 von 20. Ich muss sagen, ich freue mich einfach auf die Diamant-Tarnung. Zack. Komm, komm, komm. Um euch das nochmal zu zeigen, die Waffe hat normalerweise 700 Millisekunden Reinscope-Zeit. Und wenn man wirklich den besten Handgriff drauf packt, sind es immer noch 616. Vergleichsweise die Tundra hat 572 und die Paddington hat 484. Die ist ja viel schneller als die anderen beiden. Zack. Yep. Okay, ich habe einen Kill. Jo. Ja, einer noch. Ja, da ist er. Hab ich. 5er. Ja, feindlich. Le premier à tous. Mehrere feindliche Feinde. Guckt euch das an. Normale Waffe in der Hand. Direkt mache ich auch mal mehr Kills als nur einen, ohne zu sterben. Komm. Ich will jetzt einmal kurz. Ja. Es ist unglaublich, wenn ihr diesen Vergleich seht. Guck mal, ganz knapp noch gewonnen. Hui. Oh, ich habe gegen Shotgun gewonnen. Und gegen den Sniper auch noch. Es ist so unglaublich, wie viel Hitmarker man machen kann. Jo. Guck mal, immer erst Hitmarker, wenn man nicht direkt den Kopf trifft. Oder war noch einer. Ich mache jetzt einmal kurz für euch irgendeine Streak, die ich eingepackt habe. Klick. Ja, wieder Hit ist Kill. Da hinten noch, komm. Ja, und ja, hier ist noch einer. Er zeigt sich wieder nicht. Oh! Komm, 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 gleich habe ich die 5er wieder. Da. Oh, Glück gehabt wieder. Lol,
Weil ich das gegriffen habe, habe ich überlebt. Und gönn mir auch noch den Kill. Ich bin so auf Streak. Jetzt werde ich sterben. Ich hab's gesagt. Bam. Nahkampf geht auch. Gib, gib, gib. Den nehme ich mit. Ich hab grad so Bock. Klick. Jetzt mache ich wieder Hitmarker. Aber wir sind kurz vor Vitol. Shotgun. Jawohl. Hier sind noch einige mehr. Die brenne ich kurz weg. Oh, noch einer. Aber da oben warten auch noch welche. Komm, es geht doch mit dem Ding. Leute, er zeigt so sein Köpfchen. Nein. Bam. Yep, Köpfchen. Wie toll. So, jetzt legen wir uns hier hin und hauen die raus und genießen das Ganze nochmal. Mhm. Komm, gib mal jetzt ein paar Kills, bitte. Da ist der nächste. Hier hin. Ja. 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 Noch mehr. Geiles Ding. Jo. Double Kill. Und fertig. Und ich lebe sogar noch. Klick nochmal. Ey, so läuft es gut. Aber ich schaue mir die Gegner an. Ich habe sogar... Okay, die haben größtenteils eine sehr schlechte KD. Und trotzdem snipen sie mich so weg. Das ist die erste Runde heute, die gut läuft. Niemals. Ich wollte gerade die Waffe wechseln. Und das war mein letzter Kill, Leute. Also, lasst ja gerne noch ein Abo auf dem Kanal da. Checkt den neuen Merch aus. Hier kommt ihr irgendwo zum letzten Video. Und ey, geile Killcam nochmal. Im nächsten Cold War Video werde ich höchstwahrscheinlich dann die Diamant-Sniper endlich freischalten. Habt noch einen schönen Tag, liebe Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal.